Radio Melodie im Gespräch. Spannende Interviews mit tollen Gästen. Immer auch zum Nachschauen auf www.radiomelodie.ch. Radio Melodie. Und heute quasi wieder einmal Newcomer als Gast. Und er weiß sicher ganz einen Haufen zu berichten, denn er hat schon sehr viel unternommen. Als Solosänger ist er bis jetzt noch nie gross in Erscheinung getreten. Aber jetzt haben wir von ihm einen ersten Titel bekommen und darum heiße ich jetzt herzlich willkommen Nico Alesi. Ja, hallo, guten Morgen. Hallo Nico. Nico, ich habe gesagt, von dir hat man bisher im Vordergrund noch nicht sehr viel gehört. Was hast du bis jetzt so gemacht? Also ich habe tatsächlich einiges schon gemacht. Ich habe an diversen Musicals mitgespielt. Ich habe mir vor 5 oder 6 Jahren habe ich mir mal den Traum erfüllt und habe eine eigene kleine EP rausgebracht mit eigenen Songs von mir. Das war so ein Traum, den ich eigentlich schon immer mir mal erfüllen wollte. Das habe ich gemacht. Das war jetzt auch ganz easy, ohne großen Stress und da irgendwie promotion-technisch groß was zu machen. Das war einfach hauptsächlich für mich und für die Menschen um mich rum, die mich kennen und die vielleicht auch Interesse haben und so. Ja, ansonsten habe ich einiges gemacht. Ich habe im Theater gespielt, reine Schauspielstücke. Ich mache gelegentliche Konzerte mit eigenen Songs. Ich mache Wohnzimmerkonzerte. Das hatte ich letztes Jahr angefangen, bis dann Corona kam. Das war dann ein bisschen schwierig. Ja, so einiges eigentlich, ja. Einiges gemacht. Du bist dem Namen her mit italienischen Wurzeln oder sehe ich das falsch? Nein, das ist richtig. Also meine Familie kommt aus Sizilien. Ich bin aber allerdings in Deutschland geboren. Aber ja, wir sind noch tatsächlich sehr, sehr oft auf Sizilien, jedes Jahr auf jeden Fall. Und ich war auch als Teenager würde ich jetzt sagen, noch oft und viel auf Sizilien. Und ja, genau, aber wohne und bin auch hier aufgewachsen und also in Deutschland, genau. Und Musik, machst du das hauptberuflich oder du hast ja auch angetönt Musical? Wie bist du Musik gekommen überhaupt? Also ich mache das hauptberuflich tatsächlich, ja. Und bei mir war das halt so, ich hatte damals hier in der Nähe bei uns, da gab es so eine Stimmenakademie und das war so eine zweieinhalbjährige Gesangsausbildung, wo man einfach ganz gut gebrieft wird für das Musikbusiness, über die schönen und natürlich auch die nicht so schönen Seiten, also sehr viel Theorie. Und ja, von Theorie bis hin zu Gesangstraining war eigentlich alles dabei. Das ging dann 2,5 Jahre und da wurde es mir dann eigentlich so klar, dass ich auf jeden Fall was in Richtung Musik machen möchte. Nach dieser Gesangsausbildung, die mir dann irgendwie gefühlt zu kurz war, bin ich dann noch auf eine Musicalschule, weil ich einfach noch das Schauspielerische mit reinnehmen wollte. Und es war jetzt für mich nie groß, jetzt das Ziel, Musical-Darsteller zu werden oder so. Nee, eigentlich eher, ja, einfach an mir arbeiten zu können, ne? Am Singen, am Schauspiel und ein bisschen Tanzunterricht schadet ja auch niemandem. Ja, das war eigentlich so, mein Hauptaugenmerk war einfach auf das Arbeiten an mir, also ne, an der Stimme und am Gesamtpaket. Ich meine, das kann ja nicht schaden. Der Wunsch nach eigenen Songs ist also schon recht früh gewachsen, oder sehe ich das falsch? Das war für mich schon immer klar, schon immer. Also auch wenn ich wirklich lange anderes gemacht habe, der Wunsch, eigene Musik zu machen, war für mich schon immer klar, schon als kleiner Junge. Und tatsächlich auch, also das Hauptziel. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich wollte nur Backing-Sänger sein oder irgendwie nur Schauspielstücke machen. Nee, das waren für mich alles so kleine Zwischenstationen, sage ich mal, um jetzt irgendwie dahin zu kommen, wo ich eigentlich sein möchte, ja. Du hast angetönt, du hast bei einigen Künstlern schon im Background gesungen und mit einigen Künstlern in Anführungszeichen auch zusammengesungen. Howard Carpendale steht auf meiner Liste, Beau Catsman. Wie kam es dazu?
Also Howard Carpendale, das kam tatsächlich durch Bo Katzmann. Die haben da irgendwie im Management Bescheid bekommen, dass er einen Chor sucht für einen Auftritt. Und da hatte ich mich dann dafür beworben und da waren wir dann alle mit dabei. Das war ziemlich cool, war eine tolle Erfahrung. Und ja, mit Bo Katzmann war ich tatsächlich 2 Jahre auf Tournee durch die Schweiz und ja, war auch schön, interessant. Ist jetzt natürlich eine ganz andere Musikrichtung, aber da war für mich auch wieder einfach, ja, die Erfahrung, das Lernen und halt die Bühnenerfahrung auch natürlich. Und Ich mit habe Christian Reis, das ist, würde ich jetzt mittlerweile sagen, ein guter Freund von mir, den hatte ich einfach mal kontaktiert letztes Jahr und weil wir wohnen ja tatsächlich in derselben Stadt. Und dann hatte ich ihm einfach mal angeschrieben, ob es irgendwie die Möglichkeit gibt, dass ich da mal bei ihm irgendwie ein Praktikum mache, sage ich so mal. Und dann meinte er, ich habe mich schon ganz, ganz komisch gefühlt, weil ich den so angeschrieben hatte. Und dann meinte der nur, ey, weißt du was, komm vorbei, lass uns einen Sekt trinken und lass uns mal quatschen. Und so war das dann tatsächlich. Ich bin vorbeigekommen, habe eine Flasche Sekt getrunken und dann saßen wir bei Christian auf dem Balkon. Und haben halt gequatscht und haben uns ein bisschen kennengelernt. Und dann hat sich so einiges ergeben, Auftritte. Und dann sind wir zusammen aufgetreten. Ein, zweimal. Also schließe ich davon, dass, was du jetzt gesagt hast, du bist da im Dreiländereck Deutschland, Schweiz, Frankreich wohnst, also rund um Basel herum quasi, in der Nähe von Ja. Basel. Also aktuell wohne ich gerade tatsächlich in Schopfheim. Und das ist, boah, keine Ahnung, 10 bis 15 Minuten nach Basel, das ist gar kein Weg. Ein Katzensprung quasi. Ja, genau. Du hast viel Erfahrung gesammelt. Du warst, glaube ich, ja auch fast ein ganzes Jahr auf einem Kreuzfahrtschiff als Ja. Unterhalter. Was war da deine Aufgabe? Also auf dem Schiff war ich auch als Sänger natürlich. Und ja, wir waren 8 Monate weg von zu Hause. Ist natürlich eine verrückte lange Zeit. Aber ja, wir haben da, oh, ich glaube, 13 Shows haben wir einstudiert. Und auf dem Schiff selber kamen noch 2 Shows dabei, dazu. Also schon einiges. Jetzt ist bei einem Plattenlabel dein erster offizieller Song quasi entstanden, als Ja, ob. Kann man genau. das so sagen? Dein erster großer Titel? Ja, würde ich schon so sagen. Alles andere war natürlich auch immer irgendwie da und ist auch noch da und so. Aber jetzt so mit dem Label und allem ist es tatsächlich so der erste große Titel, Als wobei ob. die mir natürlich alle wichtig sind. Also alle, die ich bisher jetzt irgendwie rausgehauen habe, sind natürlich alles Herzstücke, ne? Also das kommt ja direkt vom Herz. Folglich kannst du ja auch schon, wenn du Auftritte hast, mehrere Songs, eigene Songs singen. Hast Ja. du denn schon quasi ein abendfüllendes oder ein halbstündiges oder ein stündiges Programm, wenn man dich engagieren möchte? Nö, ich mach schon ein abendfüllendes Programm tatsächlich. Ich nehme natürlich gerne noch ein, zwei Covers dazu, um natürlich die Leute immer wieder auch abzuholen und weil ich das einfach gerne habe, wenn ich da die Leute, wenn ich weiß, die kennen das Lied und dann kann man zusammen was arbeiten. Also ja, ich lege da schon immer sehr, sehr viel Wert drauf, dass da so ein gutes, durchdachtes, buntes Programm da ist, wo natürlich meine Lieder nicht zu kurz kommen und aber auch ich ein bisschen was mit den Zuschauern machen kann, sodass die sich da nicht irgendwie ganz außen vor kommen. Und jetzt hast du, wir haben es gesagt, dein erster Titel, als ob, der ist so richtig leichtfüßig, sehr, sehr animierend zum Tanzen. Wie kam es zu dem? Ich meine, als Künstler macht man sich natürlich immer Gedanken, was man für Musik machen möchte, was man natürlich für Signale nach draußen senden möchte. Und ich bin halt einfach so dieser Sunny-Typ, sage ich jetzt mal, und gute Laune. Ich meine, es liegen jetzt auch schwere Zeiten hinter uns. Und ich glaube, wir brauchen das so ein bisschen dieses Dance-Feeling und Sommersonne und da dachte ich, ja, das passt eigentlich auch zu mir. Und deswegen müssen wir auf jeden Fall in diese Richtung gehen. Ist das die Richtung, die du weiterführen möchtest? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Und gibt es da dann schon weitere Sachen, die du schon dran bist? Oder sind schon gewisse Sachen wieder im Kasten sogar? Also wir sind gerade aktuell auf jeden Fall dabei. Wir haben schon was geschrieben und ja, also wir sind dran. Ja, es geht weiter, auf jeden Fall. Was ist denn dein Team hinter dir musikalisch und textmäßig? Machst du da mit oder lässt du dir Sachen schreiben auf den Leib schneiden? Genau, also das ist mir tatsächlich ganz, ganz wichtig. Das war auch ein großes Kriterium für mich mit dem Label und das ist natürlich alles vollkommen in Ordnung, dass ich da auf jeden Fall Songwriting technisch und auch wenn ich im Studio bin, dass ich da auf jeden Fall ganz viel mit einwerfen darf oder Ideen und Anregungen. Und also ich habe da wirklich ein ganz, ganz cooles Team, die wirklich auch offen für alles sind. Und das ist auf jeden Fall immer ein großes, also es wird alles zusammen besprochen. Es wird nicht irgendwie was rausgehauen, wo wir dann sagen, das machst du jetzt, das muss so sein. Nee, also Gott sei Dank nicht. Es ist wirklich alles tipptopp. Und ich bin froh, dass ich da auch als Künstler einfach nicht zu kurz komme, weil ich meine, am Ende des Tages muss ich natürlich auf der Bühne stehen mit den Songs und das alles auch einfach repräsentieren können. Und zwar so, dass ich sage, ich kann dahinter stehen und ich mache das gerne. Du trittst gerne auf und wenn dann so ein Lockdown kommt, dann hast du ja quasi keine Einnahmen mehr. Wie bist du damit umgegangen? Also, es hat mich natürlich schon schwer getroffen, wie wahrscheinlich jeden anderen Sänger, so wie alle anderen, die jetzt irgendwie von dem Lockdown betroffen waren. Ich habe natürlich das große Glück, ich hatte damals als, ich weiß gar nicht, wie alt war ich, glaube 16, hatte ich die Ausbildung zum Altenpfleger gemacht und konnte dann wieder in meinen alten Betrieb gehen zum Arbeiten und habe somit natürlich Geld verdient, nicht nur das, sondern ich war einfach für Menschen da, die mich brauchen. Und das war eigentlich ganz, ganz toll. Also, ja. Darüber war ich sehr dankbar, bin ich sehr dankbar. Jetzt geht es ja so langsam wieder los. Sind dann schon Sachen geplant oder kommen die erst rein? Also es kommt jetzt einiges rein. Manches ist noch gar nicht irgendwie spruchreif, aber ich bin jetzt am 31., was haben wir, Juli, da bin ich jetzt in Kandern beim Schlager Open Air. Christian Leis auch dabei, Laura Wilde, Hansi Vogt und noch einige mehr. Am 14. und 15. August sind wir in Wittenburg, da ist so ein Schlagerwochenende. Also es kommt jetzt auf jeden Fall und ich bin gottfroh. Wo siehst du dich in den nächsten Jahren? Eher im Schlagerbereich oder eher im Musicalbereich oder so eine Mischung? Nö, also ich würde schon gerne jetzt beim Schlager bleiben, also und ich sehe mich da auch. Also ich würde mich da gerne ziemlich weit oben mitsehen. Also so, dass ich wirklich sage, ich kann davon leben und ich kann halt weiterhin das machen, was ich so sehr liebe. Ne? Von Songs schreiben bis hin zu produzieren, Musikvideos drehen und dann das raushauen und ja, die Menschen einfach damit zu bespaßen, abzuholen, sie zu berühren, zum Tanzen, zum Lachen zu bringen, ja, vielleicht auch zum Weinen. Also einfach, dass ich wirklich das mache, was ich liebe und das mit so vielen Menschen wie möglich teilen kann. Das wäre so mein Ziel tatsächlich, ja. Hast du denn in dieser Zeit, in der keine Auftritte stattfanden, ja neue Songs geschrieben oder Textideen oder so gehabt? Ja, also ein Freund von mir, der auch eben als Ob produziert und so, wir waren sehr kreativ. Wir haben einiges geschrieben, wir haben einiges im Studio gemacht, also wir haben die Zeit wirklich genutzt und da wird auf jeden Fall einiges kommen. Das sind auch Songs, die auf jeden Fall bei meinen Konzerten dann gespielt werden und ja, also ich war trotzdem fleißig. Das war mir aber auch wichtig tatsächlich. Also ich wollte wirklich dranbleiben und jetzt nicht irgendwie komplett, hätte ich auch gar nicht können. Also dann wäre ich wahrscheinlich in ein Loch gefallen und so schnell da gar nicht mehr rausgekommen. Du hast vorhin angetönt, du warst relativ eine lange Zeit mit Bo Katzmann unterwegs, auch in der Schweiz. Folglich kennst du die Schweiz recht gut. Ja, ich kenne die Schweiz recht gut. Natürlich immer sehr viel vom Tourbus aus gesehen, aber
Ich bin ja eben auch als kleiner Junge sehr viel durch die Schweiz gereist, wenn wir nach Sizilien gefahren sind. Und ja, die Schweiz ist einfach wunderschön. Und ich finde, man müsste sich irgendwie mal wirklich sehr, sehr viel Zeit nehmen, die Schweiz genauer anzusehen, weil es gibt so viele schöne Orte und Städte, Dörfer und wo man, glaube ich, gar nicht irgendwie schafft, so. Also schon gar nicht beim Durchfahren zu sehen, ne? Also, ja. Ja, das kann ja alles noch werden. Wir hoffen, dass es steil bergauf geht. Danke vielmals, dass du Zeit hattest für uns und wir Danke wünschen dir, dir danke euch. den Weitergang deiner Karriere und einen tollen Start im Bereich Schlager. Danke vielmals und alles Gute. Danke dir.